Ja, Mahlzeit. Da sind wir wieder. Es ist schon die 31. Folge und wir haben uns letztes Mal hier schön warm angezogen. Mit Hilfe einer Angel. Und jetzt gehen wir mal raus, gucken mal, was da los ist. Sag mir bitte irgendjemand, dass ich träume. Wo bin ich denn hier gelandet? Antarktis? Hier wird mich nie jemand finden. Das kann ich vergessen. Jo, das kannst du mal vergessen. Der Bau der Station hat bestimmt Unsummen verschlungen. Jemand muss sich davon eine ganze Menge versprechen. Wie haben die bloß all das schwere Gerät hierher bekommen? Das muss ein riesiger logistischer Aufwand gewesen sein. Si, si, Senor. Ein 10-Liter-Eimer. Hör mal, 10 Liter können wir immer gebrauchen, ne? So, haben wir noch eine Antenne? Ein riesiges Feld voll mit diesen komischen Dingern. Ich nehme an, dass da Antennen drin sind. Aber was macht man damit? Signale empfangen oder Signale senden? Die Leistung der Anlage dürfte jedenfalls gigantisch sein. Interessant. Antennen war. So, dann haben wir hier. Was haben wir hier? Hier haben wir noch ein Gelände verlassen und hier haben wir auch ein Gelände verlassen. Sonst war hier nichts, ne? Schneeraupe, genau. Den Eimer haben wir eingesammelt. Dann gehen wir doch mal hier rüber. Wollen wir mal gucken, was wir hier so machen können. Ja. Ein Spaß. Oh! Der Pinguin scheint auf irgendwas zu sitzen. Wahrscheinlich brütet er gerade. Ich mag Pinguine. Das sieht ein bisschen fett aus irgendwie, oder? Das sieht ja auch nicht aus wie ein normaler Pinguin. Da liegt jemand. Oh Gott. Sind Sie verletzt? Hallo? Ich befürchte fast, dass er tot ist. Seltsam, dass jemand in die Gletscherspalte fällt, der sich hier doch vermutlich auskennt. Außerdem war da doch auch noch dieses Warnschild. Moment. Könnte natürlich sein, dass bei seinem Sturz nachgeholfen wurde. Zuzutrauen wär's den Leuten hier. Ja, wie wir wissen, das war Oleg. Sieht fast so aus, als hätte man den armen Kerl da unten elendig verrecken lassen. Ich muss wirklich aufpassen. Ein Menschenleben scheint hier draußen nicht viel wert zu sein. Genau. Ja, Nina, was können wir tun? Uns wundern, oder? Ein Warnschild. Vorsicht, steiler Abgrund. Genau, das hätten wir vielleicht eher lesen sollen, ne? Jetzt können wir das Schild natürlich hier mitnehmen, ist ja klar, ne? So, und was macht man hier, wenn man so eine Spalte hat? Mit so einem Gletscher drin? Man sprengt ihn in die Luft. Schnell weg. Nina, lauf! Wow, was für eine Explosion. Scheint sogar eine kleine Lawine ausgelöst zu haben. Den Pinguin hat das aber nicht wirklich aus der Ruhe bringen können. Nö, der sitzt und brütet. Und brütet und brütet und brütet. Jetzt können wir die Spalte runtergehen, ne? Haben wir nicht ein wunderschönes Gerät hier gemacht. Jetzt können wir uns den Totermann angucken. Ich weiß, dass Leichenfleddern nicht die feine englische Art ist. Aber ich kann nichts mehr für ihn tun. Er hingegen könnte mir vielleicht noch helfen. Ja, so muss man das wohl sehen. Leider. Also hat er hier, was hat er hier? Ein Amulett? Das Amulett stellt in etwas abstrakter Art und Weise einen Kopf dar. Obendrauf steckt ein großer Diamant. Sieht sehr alt aus. Und wenn der Diamant echt ist, dürfte es ein Vermögen wert sein. Krass. Und ein Zeuerfeuch. Ein Benzinfeuerzeug. Leider kein Benzin mehr drin. Und ein paar Tagebücher. Ein paar ausgerissene Seiten. Sie sind überschrieben mit Forschungstagebuch von Nicole Charleroi. Ich glaube zwar nicht, dass mir diese Informationen in meiner derzeitigen Lage weiterhelfen werden, aber zumindest verstehe ich so vielleicht die Zusammenhänge besser. Genau. Also, wenn ihr die Zusammenhänge besser verstehen wollt, könnt ihr das gerne alles lesen. Ich werde hier weiter drücken. Also immer schön Pause machen, ne? Wisst ihr ja Bescheid. So. Und so. Und fertig. So, Leute. Dann geht's hier weiter. Ja, mit dem guten alten Pinguin wissen wir jetzt immer noch nicht so genau, was wir da machen sollen. Der sitzt auf irgendwas drupp. Aber wir haben ja noch so eine Ecke hier. Da hinten. Wollen wir da mal hingehen? Ich finde das mit dem Schnee so schön. Ja. Wow, ein alter Walfänger. Cool, ne? Komplett vom Eis eingeschlossen. Wie lange der wohl hier schon liegt? Ja, ist schon geil, so ein alter Walfänger. Ja, was haben wir denn da? Wir haben eine Harpune. Eine stationäre Harpune. Die Dinger haben eine enorme Durchschlagskraft und eine relativ große Reichweite. Ja, können wir was abschießen? Worauf soll ich denn schießen?
So richtig viele potenzielle Ziele habe ich hier irgendwie noch nicht entdecken können. Wenn das Wörtchen hier nicht wäre, ne? Potenzielle Ziele gibt es genug. Ein Fass. Fass! Bingo. Da ist Waltran drin. Früher hat man den auch als Lampenöl und Schmierfett benutzt. Genau, wichtiger Hinweis. Bisschen schwer. Das können nicht mal russische Kugelstoßerinnen tragen. Genau. Aber Schild und Eimer kannst du dir in die Jacke stecken. Ja. Man kann jetzt hier unsere gute alte Wäsche ballen. Den können wir jetzt hier eintunken. Der wird jetzt nicht weniger schwer sein. Die Wäsche hat sich mit dem Tran vollgesogen. Ist tierisch schwer und stinkt auch so. Ja, kein Wunder immer. Dann haben wir hier noch eine Jacke hängen. Ganz wichtig. Oh, ganz wichtig. Die Jacke ist völlig steif gefroren. Aber in der Seitentasche scheint noch was zu sein. Ja, was war es denn? Wo ist es denn? Ach da. Ein flacher Mann. Da wird wohl kaum welcher drin sein. Aber bei der Kälte würde ich mich auch mit Whisky zufrieden geben. Wenn ich nur diesen verdammten Korken aus der Flasche kriegen würde. Die ist aber auch versoffen, ne? Die hat doch schon mal irgendwie so rumgesoffen. So, was haben wir noch? Ein Eisloch. Scheint so, als sei hier mal ein Loch im Eis gewesen. Mittlerweile ist es aber wieder fast vollständig zugefroren. Mit bloßen Händen werde ich das Loch bestimmt nicht wieder aufbekommen. Ja, und auch hier gibt es natürlich wieder einen super Trick, ne? Man nimmt das Schild und macht das Loch nicht auf. Nee, das Feuerzeug ist ja auch leer und angeln können wir hier auch nichts. So. Mit dem Pömpel vielleicht können wir das Eis. Nö. Können wir auch nicht. Habe ich nicht. Nö. Das wird wohl nichts. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zurück in die Forschungsstation. Und zwar, jetzt können wir nämlich hergehen und sagen, gehen wir hier die Treppe rauf. Jetzt haben wir so ein dickes, schweres Bündel hier mit Tran und alles, was dazugehört. Das können wir runterschmeißen. Und so hinterlasse ich auch hier eine Spur der Verwüstung. So ist es. So, jetzt haben wir das da runtergeschmissen. Aber bevor wir... Nee. Gehen wir Treppe runter. Jetzt gucken wir mal hier. Was haben wir hier? Das reicht für viele Frühstückseier. Richtig. So. Wo soll ich damit hin? Solche Mengen kann ich nicht tragen. Ja, Nina, warum denn nicht? Ja, nimm doch den Eimer. So. Weiße Bescheid. Jetzt haben wir Salz. Jetzt würde ich überlegen, was können wir machen? Genau, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Dahin. Ja, dahin. Benutzen das Salz, um das Eisloch wieder aufzumachen. So. So, das dauert jetzt wohl eine Weile, bis sich das Salz durchs Eis gefressen hat. Genau. Und so lange beschäftigen wir uns mit was anderem. Wir gehen wieder zurück in die Station. Gut, hier liegt jetzt nur Salz. Was anderes können wir da nicht benutzen. Dann gehen wir wieder hier raus. Dann wollen wir uns mal um das Ei kümmern. Also man kann ja... Ihr wisst ja, Diamant und Glas und so, ne? Also man kriegt den Code jetzt hier nicht raus. Man nimmt den Pömpel, stöpft den da drauf. Richtig. Und dann nimmt man das Teil hier mit dem Diamant. Das eher aussieht wie ein Rubin. In Krimis sieht das immer so einfach aus. Pömpel auf Glasscheibe, diese mit Diamant angeschnitten und... Genau. Es ist tatsächlich so einfach. Crazy. Wir haben ein Ei gefunden. Jawohl. Keine Ahnung, von was für einem Tier das ist. Für ein Hühnerei ist es eigentlich zu groß. Aber wer weiß, was die hier in der Station machen. Denen traue ich alles zu. Ja, man kann es nicht wissen, nicht wahr? So, was wir noch machen könnten, ist hier... Das Ding geht ja nicht auf. Hatten wir ja schon, ne? Man nimmt hier den Korken raus. Mit der guten alten Bohrmaschine. Die Bohrmaschine. Stilvoll entkorkt. Genau. Und? Leer. Alle Mühe war wieder mal vergebens. Die Nina, ey. Ein Korken. Oh, ein Korken. Wir können was korken. So, das haben wir erstmal. Das wollen wir erstmal so lassen, ne? Jetzt haben wir den entkorkt. Was war noch zu tun? Jetzt gehen wir erstmal wieder raus. Genau. Dann gehen wir wieder hier runter.
Und hier raus, jawohl. Jetzt gucken wir mal hier. Ah, Loch fertig. Das Salz hat ein großes Loch in das Eis gefressen. Ah, Big Loch. Was macht man mit so einem Big Loch? Man angelt sich ein. Da passiert nichts. Ich sollte es vielleicht mal mit einem Köder versuchen. Tja, was eignet sich besser als Köder als ein Feuerzeug, liebe Leute? Das Feuerzeug könnte vielleicht als Blinkerersatz und Blei in einem fungieren. Ein Versuch wäre es auf jeden Fall wert. Ja. Muss aber schon ein ziemlich großer Fisch sein dann. Ja. Wir angeln uns ein. Das war einfacher, als ich gedacht hatte. Jo, das geht fix. So. Das Salz hat ein großes... Ja, okay, das wissen wir ja schon und kann man jetzt nochmal irgendwie... Es gibt zwar Leute, die springen bevorzugt bei minus 300 Grad in Eislöcher. Ich gehöre aber definitiv nicht dazu. Ich auch nicht, Nina. Ich auch nicht. So, wir haben Fisch, wir haben Mai. Was will man mehr? Lasst uns eine Familie gründen. Den Fisch können wir hier mal gucken, vielleicht ob wir den... kann ich ihn mit etwas Fisch ablenken. Jo. Sollen sie ja drauf stehen, die alten Pingus. Ja, leg mal hin, den Lachs. Der haut jetzt ordentlich rein. Und jetzt können wir uns das Ei hier austauschen. Genau. Jetzt hat der arme Kerl wenigstens eine reelle Chance, dass aus dem Ei auch mal was rauskommt. Ja, irgendwann kommt mal was raus aus dem Ei. Das ist ja überall so. So, wir können wieder zurück in unsere Station gehen. Jetzt gucken wir uns das komische Ei mal an hier. Was ein eiförmiges Ding aus Metall. Ah, crazy. Crazy shit. Nun gut, ein eiförmiges, wir haben gehört, dass hier irgendwie was fehlt und so. Und das ist das Ding natürlich. Passt. Und die Maschine fängt auch wieder an zu arbeiten. Crazy, jetzt haben wir denen quasi geholfen, das Ding hier anzumachen. Die Pumpe läuft. So allmählich wird es auch wieder warm. Ein Glück, hör mal. Sonst hätten wir nämlich keine Feuerstellen mehr. So, jetzt gehen wir hier hoch. Ah, haben wir das Tastenfeld schon angeguckt? Ich vermute mal, dass man über die Zahleneingabe eine Brücke zum Raum auf der anderen Seite rausfahren kann. Genau, das vermute ich auch. Ich habe nicht mal einen Anhaltspunkt, was ich da eingeben muss. Und was passiert, wenn ich zu oft die falsche Kombination eingebe? Ich sollte mich erstmal nach Hinweisen umschauen. Okay, Nina, machen wir glatt. So, wir gehen hier durch. Habe ich irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ich weiß es nicht. Jetzt können wir hier reingehen. Das Wasser läuft. Wir können mal ausprobieren. Mal kurz. Der Stöpsel fehlt. Das Wasser läuft sofort wieder ab. Mhm. Und das soll es wohl nicht, liebe Nina. Also, ja, ich hätte ganz einfach, wäre da hingegangen, hätte hier gepömpelt. Ich habe nicht wirklich übermäßig Lust, mich jetzt als Klempner zu betätigen. Eigentlich will ich hier nur raus. Richtig. So, aber Nina hat es lieber mit dem Korken. Soll sie haben. Zack. Korken rein. Passt sogar halbwegs in den Abfluss. Da dürfte jetzt nichts mehr durchkommen. Guck mal, wie groß der Korken auf einmal ist, ne? Und das von so einem kleinen Flachmann. Leer. Alle Mühe war wieder mal vergebens. Ja, das hat... Ah, Entschuldigung. Hatten wir ja schon, ne? So, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, was da passiert, wenn ich dieses Wässerchen aufdrehe. Deswegen würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss. Ist ja auch lange noch die Folge. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht das gut. Bis dahin. Ciao, ciao.